Plan der Erweiterung ist, ich muss nicht warten, ich kann sofort rein. Norwen, wen nehme ich denn mit? Gruppe Win! Also, alles ist klar, ich bin der Tänzer hier. Wir können das Orakel des Lichts mitnehmen. Also, entweder Orakel des Lichts oder Alizée. Ich denke mal, die beiden können mal eine Pause vertragen. Aber Mundi Roger, ich habe zwei Heiler, die nicht schwimmen können, ne? Aber egal. Betreten wir den Hinhalt. Wow, Killer, wow. Ah, mein Tentakelprügel ist immer noch nicht da. Es ist doch... Ah. Oh. Und wie geil. Wo bin ich hier? Alice im Wunderland oder was? 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 Kann ich durch die Büsche gehen? Ist doch schnell. Oh Gott. Das war gut. Ist das eine Eule? Kommt mal hier! Die verehren mich! Das ist doch eine Statue von mir! Oder? So sehe ich auch manchmal aus. So sieht also ein Fuad aus. So, Menfilia, sei mal Tanzpartner. Warum mache ich das nicht hier? Macht viel mehr Spaß. Was denn? Laufe ich hier überhaupt richtig? War das Schöne, dass man hier jetzt keine Mitspieler hat. Man kann sich Zeit lassen. Das Problem ist nur, wenn ich sterbe, ist vorbei. Zwar nicht der Dungeon, aber es gibt kein Wiederbeleben für mich. Da muss man nämlich einen Boss wieder von vorne machen oder so.
falls ich bei einem Boss sterbe. Der einzige Nachteil. Das heißt, wenn ich hier versage, ist es wirklich mein Verschulden. Und nicht das eines inkompetenten Heilers oder Verteidigers. Vielleicht kommt Liz ihre Seele holen von dir. Oh. Kämpft ihr mal, ich gehe schon mal weiter. So, und jetzt? Komm zurück und hilf mir! So. Macht doch viel mehr Spaß, wenn man mehr Feinde hat, oder nicht? Oh, Thankred! Oh Gott! Heiler, tu mal deinen Job! Wir verlieren bald unseren Tank! Alter, was ist los hier? Wir haben unseren Tank verloren! Oh Gott! Wow! Ist das dein Ernst, Heiler? Ich glaube, mit einer menschlichen Spielergruppe wäre es vielleicht doch einfacher. Alter, warum sind die Monster so ausgerastet? Die haben mich ja voll weggesnackt. Nehmen wir sie uns halt einzeln vor. Ich glaube, der Heiler macht hier noch einen Fehler. Also, NPCs machen ja auch Fehler. Indem sie einfach die falschen Heilungszauber anwenden, die so gar nicht richtig effektiv sind. Wie zum Beispiel Einzelheilung oder so. Auf mich zum Beispiel. Das ist sowas von gar nicht effektiv. Also, viel ich weiß, ist es als Heiler am besten, wenn man immer den Tank heilt. Und wenn andere verletzt werden, eine Gruppenheilung. Dann kann nichts passieren. So hat der Tank auch nie Probleme. Glaube ich.
So, ich tanze euch in Grund und Boden! Ton der Glubschäugige. Seid ihr bereit, mein Team? Dann auf geht's! Auf die Augen! Ja, klar haben die mich getötet. Kann man den nicht abkürzen? Na, scheiße. Kleinen Moment. So. Okay, Glubschäugiger, auf ein neues! Ich glaube, das war nicht so schlau. Mich jetzt beinahe zerlegt. Alter, du kleiner Pisser, lass den Scheiß. Und warum habe ich aufgehört zu attackieren? Ich bin doch Tänzer. Nein! Au.
Gott. Ah, was? Was? Ach komm. Ah, danke. Ich war doch voll nicht am Wasser. Glubschi! Was? Was ist das für ein komisches Volk? Oh, er ist down. Eine Katze? Die hat vielleicht die Tür einfach aufgemacht, ist dagegen gesprungen oder so? Hast du eigentlich eine Katze? Hat die einen Haustürschlüssel von dir oder wie? Was? Boah. Schaden. Ich mache voll Schaden. So, jetzt geht's euch an den Kragen. Oh.
Schatztruhe! Sollte es hier nicht irgendwo... Ah, ich bin blind. Honigjäger, der hat eine Blume am Kopf. So, ihr beiden, wird Zeit zu sterben! Oh, sind schon tot. So, Dunfuat. Muss auf jeden Fall als erstes sterben. Oh Gott, was macht der da? War ein netter Versuch. So, ja, ich wäre wieder zurückgelaufen. War ich hier nicht schon mal? Sieht das so gleich aus? Da ist der nächste Boss.
Es ist... Chevron!